Hallo Freunde, ich bin's, Battle Mario Master. Und ich bin der Dani Rübe. Ich hätte dir beinahe schon wieder dein Catchphrase geklaut. Beinahe schon wieder. Willkommen zurück zu Mario Luigi Super Saga. Wir sind auf dem Meeresboden. Moment mal, wie können wir überhaupt reden? Weiß nicht. Wir haben halt unsere Bärte geben uns Kraft. Unsere Bärte geben uns Kraft. Gut, komm, wir gehen mal hoch. Oberlippenbärtiger. Ja. Let's go! Hey! Oh. Und jetzt hat es los. Ah. Jetzt habe ich losgelassen. Meine Beine, meine Füße haben nicht so an der Wand gesteigt. So, wir sind in der Lachlagune angekommen. Hier ist voll sonniger Strand und so ein Shit. Geil. Ich wäre jetzt auch gerne am Strand. Okay. Bei so einem Wetter? Also ich wäre jetzt nicht hier am Strand, sondern irgendwohin, wo sonniger ist. Oh, sexy ladies. Schon gehört, gnädigste, eingerichtet über Prinz Mahamek. Ja, ich weiß. Man sagt doch, er soll jetzt auf die Reise, auf Reisen sein, auf der Suche nach irgendetwas. So ein Prinz hat es schon schwer, ob er auch bei uns vorbeikommt. Oh, hoffentlich. Ohne. Erstmal Röhre aktivieren. Acht. Ohne. Ohne. War nicht nützlich. Gut. So, das kann man nicht benutzen. Kann man noch nicht kaputt hauen. Mal hier lang. Ja. Was? Hey, ihr, Platz da! Die neuesten Nachrichten. Ein unglaubliches Gerücht. Ich habe was aufgeschnappt. Ich habe gehört, die Flut hat eine strahlende Bohne angeschwemmt. Hatte nicht der alte Pagori aufgesammelt? Ich habe da so etwas gehört. Kann sein. Er hat mit dieser Bohne seine Schale geschmückt. Und jetzt sieht er aus wie ein Weihnachtsbaum. Was? Ist ja nicht möglich. Wollen wir nicht hingehen und es uns ansehen? Tolle Idee. Gehen wir. Oh, wir passen bald diese Weihnachten. Wenn ihr... hier, ihr. Wenn ihr da rumsteht, bekommt ihr einen Sonnenbrand. Was heißt hier steht? Ein Weihnachtsbaum am Strand? Wissen wir noch. Nichts. Oder? Hier ist ein. Du hast ja einfach dieses gewisse Nichts. Hör, ich drück immer auf die falschen Knöpfe. Nichts. Nichts. Hier ist gar nichts. Trotzdem ein Weihnachtsbaum am Strand? Das ist auch geil. Ich finde, ich find Weihnachtspalme. Da kann wer oder was auch immer kommen. Nichts wird mich umwerfen. Das schätze ich jedenfalls. Okay. Haben wir dich auch schon mal gesehen? Also nicht? Ja, haben wir tatsächlich. Schon wieder? Schon wieder? Ja. Warte, schon wieder? Warte, schon wieder? Was? Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder? Ich muss irgendwie 3-4 Mal hintereinander machen. Ja. Oh. Ihr da, ihr habt es doch auf Ellen und ganz hier abgesehen. Wer oder was? Was? Man sagt ja, die Wunderhände der beiden Masseuren Ellen und Ganzia seien ganz wunderbar. Man sagt, es sei ganz unglaublich. Man muss es wohl selbst erheben. Hm. Willkommen im Entspannungsraum für Mühle, der Körper und Seele. Hier durch die sanfte Massage der Wunderhandschwestern. Für 100 Euro bescheren wir euch eine angenehme Zeit, bevor euch beide noch das. Macht das Zoll und Münzen da interessiert? Lechts, was? Lechts! Ich bekomme Zoll und Münzen im Voraus, versteht sich.
auf den Kopf geschüttet. Dann wartet bitte, bitte auf den Sofas nebenan. Erwachsene 100 Münzen. 30 Minuten. Alles klar. Wir sind angezogen sogar. Willkommen, ich bin Ellen. Meine Aufgabe ist es, euch zu entquicken. Und ich bin ganz ja, das ist auch meine Aufgabe. Offensichtlich sind deine Hände ziemlich erschöpft. Und hoffentlich sind auch deine Hände ziemlich erschöpft. Dann werden wir euch mal ganz zart mit unseren Wunderhänden massieren. Was? Oh, was? Eine brennende Hand. Du verfickst über die Macht der Feuer an. Hm? Ah, meine Hand brennt. Blitz. Oh, du. Du hast doch die Macht der Donnerhand. Ich schwöre, das ist mir zum ersten Mal passiert. Ihr seid wohl keine gewöhnlichen Reisenden, oder? Wie aufregend. Hände wie diese verdienen eine ganz besondere Behandlung. Oh ja, was man mit der Macht eurer Hände nicht alles in den Griff bekommen kann. Nun, eine Massage brauchen Typen wie ihr jedenfalls nicht. Wir werden euch nur zeigen, was ihr sonst noch mit euren Händen anstellen könnt. Nun, was meint ihr? Prima. Aber natürlich, wir fangen sofort an. Wir werden euch jetzt umwerfen. Handtechniken vorführen. Wer nicht zuhört, der wird gemaßregelt. Was zum? Zuerst du, Oberlippenbärtiger. Drücke L, um die Macht der Hand auszuwählen. Die Macht der Hand. Alter, lass dir die Donnerkraft durch Drücken vom B auf. Sammle die Kraft, bis du das Maximum erreicht hast. Dann kannst du B loslassen. Halte deine Vordermann auf diese Weise elektrisiert. Dann könnt ihr euch durch Drücken des Steuerkreuzes in dieselbe Richtung bewegen. Drücken muss erst spüren, bis er hin und weg ist. Spüren Sie es jetzt, Mario? Und spüren Sie es jetzt? Ich spüre etwas Wahres. Verwenden Sie sich, um Dinge mit dem Rücken zu schieben oder um seitwärts zu gehen. Und jetzt wollen wir sehen, wie das in der Praxis läuft. Luigi, presst deinen Rücken gegen mich. Komm, zeig's mir. Das klingt so falsch. Steuerkreuz wegen L auswählen, Reaktion. Zippasch. Jetzt kannst du dich bewegen. Oh ja, yeah, genau so. Das klingt so falsch. Du bist ein Spezialist, was? Jetzt bist du dran, roter Mann. Tausch die Position mit Start. Drücke L, um die Macht der Hand auszuwählen. Fire! Sammle durch Drücken von B die Feuerkraft. Steigere die Kraft bis zum Gipfelpunkt. Wenn du glaubst abzuheben, dann kannst du B loslassen. Das war's. Oh ja! Oh yeah! Machst dir den Rücken kräftig mit vollem Eifer. Er muss für mich die lodernden Flammen spüren. Bei dieser Technik rennst du wie von den Tarantel gestochen und kannst umstoßen, was im Weg steht. Okay, sehe schon, wohin das führt. Dann wollen wir mal mit der Übung beginnen. Oh yeah! Willst du das jetzt immer sagen? Ja. Yeah. Sprudelt gegen diese Kugel. Los, mit Kraft! Oh Gott, das wird sehr wehtun. Ich freue mich schon.
Oh nein. Also ich ziehe dich nur hinter mir her und du steuerst mich gegen Eisenkugel. Nee, ich steuere dich gegen eine Eisenkugel, weil du läufst ja auf ihn, läufst ja auf die Kugel los. Let's go! Ah! Oh gut, ja, super! Du bist ein Experte, was? Und hier endet unsere kleine Nachhilfestunde. Oh, Ellen! Ich glaube, wir haben eine Kleinigkeit vergessen. Ja, jetzt wo du es sagst. Genau, genau. Wollt ihr den Spurt beenden, wechselt ihr die Richtung, in die ihr euch bewegt. Dafür benutzt ihr das Steuerkreuz. Oder ihr drückt ganz einfach A. Jetzt haben wir euch aber wirklich alles erklärt. Und jetzt werden wir euch um einen kleinen Gefallen bitten. Genau, nutzt die neuen Techniken, um uns die zwei Perlbohnen aus dieser Höhle zu bergen. Eure Macht ist viel, viel größer als unsere. Moment mal, ihr könnt das doch auch. Warum macht ihr das selbst? So könnt ihr zwei Perlbohnen suchen und finden. Und wenn ihr nicht wollt, dann zahlt ihr für unseren Unterricht 100.000 Münzen. Los, her mit der Kohle. Das ist voll pure Bestechung. Los, 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 springt uns die zwei Perlbohnen vorwärts. Soll ich zuerst oder willst du zuerst? Da müssen wir ja trennen dann. Okay, mach du zuerst. Okay, also meine Prüfung zuerst. Ich glaube, ich muss hier lang. Ne, halt, das bist du. Da war ein Geister. Weiß. Oh, warte, halt. Naja, bin ich, ja. Aus dem. Du darfst dich nicht bewegen. Ich hab mich gar nicht bewegt. Aus dem Weg! Ich bin geplättet, ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Ja, das ist so ein kleiner Soundbug, der hier eine Rolle spielt. Man hört einfach dieses Geräusch noch, wenn man das gemacht hat. Damit man diesen Soundbug beheben kann, geht man einfach in den nächsten Raum. Oder man nimmt einfach nochmal kurz den Weg. Bekannt machen. Schwere Sicherheitsmängel an den Rollbahnen, die unserer Sicherheit dienen. Man kann das System umgehen, wenn man schnell genug die Lücken zwischen den Balken passiert. Zum Schutz der Perlbohne sind Verbesserungen unumgänglich. Das sieht sehr lebensgefährlich aus. Ich will da nicht durch. Must. Nein. Ah, fast. Nochmal. Nein. Ja. Wir kriegen das hin. Ah! So bist du immer getroffen am Ende. Wir kriegen das hin. Au! Meine Haut. So. Ah. So. Ich brenne, meine Haut wurde abgerieben. Oh. Der Schmerz. Du erhältst die rote Perlbohne. Oh, wie hübsch, wie reizend. Eine rote Perlbohne. Genau das habe ich mir gewünscht. Und jetzt bringt schnell die grüne Perlenbohne. Los, macht voran. Husch, husch. Okay, jetzt muss ich vorne sein. Na klar. Dann mach. Lachlagune, rätselhafte Items, Teil 1. Buhu-Statue. Dies ist eine herrliche Statue, die einen schüchternen Geist, einen Buhu darstellt. Die Statue ist zwar schön, aber wenn man sie ansieht, da verschwindet sie einfach. Ah. Man kann sie weder sehen noch berühren. Eine mysteriöse Statue. Ich denke, ich glaube, du weißt, worauf es hinausläuft, ne? Ja. Oh. Jetzt nicht kommen sehen. Oh. Mein Gott, war der Witz kacke. Ja. Yeah. Oh, schön. Oh Gott. Bekanntmachung. Schwere Sicherheitsmängel an den Rollbanken, die unserer Sicherheit dienen. Zwei Personen können leicht in Seitwärtsgang durch Lücken zwischen den Balken schlüpfen. Zum Schutz der Perlbohne sind Verbesserungen unumgänglich. Das sieht sehr gefährlich aus. Ah, ja, du musst da schon durchgehen, weil die Elektrizität hält nicht lange an. Ah!
kann ich ja nicht ewig unter Strom halten. Doch. Ah. Aua! Jetzt werde ich hier von dem Hörer getroffen. Was habe ich dir getan, mein Bruder? Du hast mich gegen diese Dinger geschubst. Zwei, dreimal. So, geht doch. Ja, na, wunderbar. Du erhältst die grüne Perlbohne. Geil. Oh, wie reizend, wie hübsch, eine grüne Perlenbohne. Wir wollten nur massiert werden, da mussten wir sowas machen. Ja. Mussten durch so. Wir mussten hier voll den gefährlichen Hindernisparcours machen. Ja, durch Fleischwolfe und all sowas durchrennen. Aber hey, wir haben neue Paarattacken drauf. Ja, auch? Ja, okay, gut. Ja, neue Aktion draußen gelernt. Dann hat man uns doch am Anfang von den beiden Sergeants erfahren. Was soll ich noch mal zum Kampf hier? Ja. Auch? Ja. Oh. Ja. Oh. Renn ihn um. Ah ne, ich muss ihn ja umrennen. Renn ihn um. Ah. Siehst du, jetzt haben wir wieder diesen Soundbug. Hier, hörst du das? Ja. Geh mal ein Stück. Geh mal ein Stück weiter. Und welches? So, Soundpack behoben. So. Was? 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 So, hier, Ultra-Keim. Ach, das sind starke, das sind starke Gegner. Oh, die Flammenbrüder. Das ist cool. Ich sag dir das. Und? B drücken. Und nochmal. Und nochmal. Und weiter. Unendlich? Ich hab schon so ein paar Feuerbälle drauf. Alter. Geil. Aua. Nee, ne? Das macht er nicht. Nein. 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 Er hat ihn wiederbelebt. Aua. Wir müssen die zuerst töten. Donnerbrüder. Das ist eine gute Attacke. Aber erstmal üben, ne? Geh her. Ja. Geil. Weil das kann nämlich die Verteidigung der Gegner senken, wie du da sehen kannst. Ja. Ich mach mal Flächenattacke. Ist eine Flächenattacke tatsächlich. Ich glaube, wir sollten die Kein Koopas zuerst aufschauen. Dieser Pisser! Weil die können die ganze Zeit wiederbeleben. Hm. Machen wir mal. Ich glaube, Elektrizität. Ey! Ey! Seit wann sind Hammerattacken gegen Koopas sehr effektiv? Weiß ich doch nicht mal, weißt du, wie lange hat der? Kann man gegen die gekämpft haben? So lange auch wieder nicht. Ah! Oder vielleicht einen Monat. Oh nein! Was? Ich glaube, ich brauche einen Pilz. Pilz! Geil. Pilz. Pilz, Pilz. Pilz, 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 Pilz. Stirb! Ich beleg den wieder direkt. Pass auf. Ha! Ah, er kann nur einen wiederbeleben. Nee, er heilt sich selbst. Denna. You fool! Hä? Weg! Boah, vier Erfahrungspunkte. Weil er vielleicht den Gegner wiederbelebt hat. Also hier kann man eigentlich ganz gut trainieren. Was habe ich denn noch nicht viel genommen? HP, immer AP. HP? Ich hab schon lange nicht mehr genommen. 5! 3! Okay. Wenn ich schon in jeden anderen Wert irgendwie schlechter bin, dann halt mehr AP. Komm, die schnappen wir uns. Okay. Den habe ich ja voll mit. Oh Mann! Er ist vollgebracht, gut. Jetzt belebt er noch einen wieder. Nee, der heilt sich selbst. Ist doch da noch einer auf. Also ich habe ganz vergessen, die können sich gar nicht ganz wiederbeleben. Wieder 300 Punkte kriegen, dann 27. Oh. Ah, nee. Der ist schnell, ne? Ist einfach zu schnell für dich. Sind sie zu schnell, sind sie zu stark für dich. War ich kaputt, gut.
Ja, Level up. Alter, warum habe ich denn so schlechte Werte? Immer mehr Geschwindigkeit. Wieso in jedem einzelnen Wert besser als ich? Hallo? Plus 5! Nice! Ich bin jeden Wert schlechter, außer in HP. Immer noch. Na, ich habe wenigstens mehr HP, fast 10 HP. Ja, wenigstens mehr HP. Ich stehe nicht richtig. Ich stehe nicht richtig. Schieß mich. Ja, das ist auch irgendwie gemein. Die stehen da einfach nur und wir rennen die einfach um. Ja, ich bin geplant. Ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Wir machen überhaupt nichts. Wow, wow, wow. Und wieder unter Wasser, ein bisschen ein Athenchen noch finden. Genau. No. War ja was. Weg. Was ist das denn hier? Das ist ein Tornado. Na, was können wir damit so machen? Aber sollten wir nicht erstmal die Gegner ausschalten, damit wir ein bisschen trainieren können? Machen wir. Boom. Du hast ihn mit Mama gehauen. Voll gegen die Fresse. Also wenn ich einmal daneben haue, hört er direkt auf. Ja, und dann verbrennst du dich und triffst den Gegner auch. Auch aber du würdest diesen Gegner nicht erreichen, weil er anspielt. Ich weiß nicht, ob man das als Overpower nennen würde, aber mein Gott, ist diese Fähigkeit Overpower. Oh. Ich sah trotzdem Style aus. Style! Hm. Ah! Was machst du denn da? Sehr gut. Du kannst den Cheat nicht erreichen, das ist dir bewusst, ne? Wieso, du erreichst ihn nicht? Ja, ist egal, ich hab den anderen. Ah! Au, au, au! Gut, die Attacke eigentlich gar nicht einsetzen, ich wollte zurück, aber ich bin ja mit B. Ich tue ja mit B mal Sachen aktivieren, also. Ja. In die Fresse. In die Fresse. Fang mein Bruder. In die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. Das ist eine einfache. Ich habe voll die sau einfachen Moves. Ich weiß auch nicht warum. Macht jetzt immer noch weh, ne? Aua! Hätte ich mit dem Kissen gehauen. Ich mit einem nassen Kissen abgeworfen. Aua! Das hat er mich angefurzt, ey. Na, warte. So will ich auch im normalen Leben irgendwie essen und trinken. Einfach so werfen und dann so. Ja. Stell dir mal vor, du hast irgendwie so ein Trinkpäckchen an der Hand. Und dann so. Machst einfach so. Oder so wie Popeye immer. Ja. Eine ganze Dose Spinat in einen Schluck. So. Ja. Na, du bist dran. Achso. meine Fresse. Robo-Blooper. Den machen wir fertig. Den schnappen wir uns. Mir macht das zwar irgendwie gar nicht mehr Schaden. Das mag sein, aber trotzdem. Es ist ein guter Angriff. Ja, ach, die kann ich ja wieder nicht treffen, alle. Doch, den Rückenblubber triffst du, der ist auf dem Boden. Ja, aber die anderen nicht. Ich mach die Hand. The Hunter! Autsch! Gut. Gut. Zwei. Super! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Oh. Jetzt könntest du den mit der Hand treffen. Der Hand? Ja, und auch mit deiner Attacke. Ja, was? Muss ich schon lohnen. Ich hab alle Gegner gehittet. Fisch mit dem Hammer gehauen. Ja, was wollt ihr dagegen machen? Nehmt das, ihr Umweltschützer. Wir hauen jetzt Fische. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt charge ich auf ihn. Also wieder der letzte Angriff. Zipasch. Skidush. Skabadubidubilubabdubilub. Hier schon einfach. Du magst meinen Move, ne? Ja, mach mal einfach. Dreimal B. Skidush. Frischwurz. Frischwurz. Von der Seite gehauen so. Der Ding so einen Kopf das gegeben. So Hunger. Ja, ja, mir knurrt der Magen. Hat man das tatsächlich gehört? Ja. Ja, mir knurrt der Magen. Schon wieder. Was war denn jetzt hin? Wir müssen den Tornado nutzen. Ich zeig dir wie. Ah. Das ist ein Unterwassertornado. Außerdem stand es auch da unten auf dem Schild. Aber lass uns mal eben rüber schwimmen. Ja. Hutsch! Das ist ein Kopf, ist einfach gegeben. Mach auf, du Block! Oh. Nein! Gut. Nein! Du wolltest den Fisch schon wieder hauen, ey. Ja. Hör auf, die Fische zu verprügeln. Sonst gibt es doch nur wieder Ärger. Richtig Ärger. Nein! Ah! Verdammt! What? Oh, er hat Brandschaden erlitten. Aua. Das ist der Wasserfickkanal. Ja, siehst du, er brennt. Oh. Ich muss auch gar nichts drücken bei dem Angriff. Ja, ich muss gar nichts machen. Ich find's gut. Ja, ich brauch gleich, glaube ich, einen Pilz. Oh, ja, ich brauche einen Pilz. Ja, ich glaube, ich brauche einen Pilz. So ein bisschen. Hier bitte. Boah. Weißt du was? Dadurch ist mir sogar mal das Spiel abgestürzt, weil ich das gegen den Bossgegner gemacht habe. Der Brandschaden erlitten, ist gestorben und dadurch ist dann das Spiel gecrashed. Hoffen wir, dass nicht hier auch passiert. Aua. Es hat mich gerade so sehr daran erinnert, ich habe das nämlich auch im Video. Mann! Drei Dinger getroffen, ey. Weil die Folge war nämlich dann, dass ich diesen ganzen Kampf nochmal machen musste. Ja, ist klar. Oh. Und jetzt nochmal. Und nochmal. Ich will ja die ganze Arbeit hier bei den ganzen Dingern machen, bei den neuen. Was? Du hast ihn getötet. Doch, ja, Mann. Bist du sonst nee, nichts zu gebrauchen. Also kannst du jetzt auch mal ein bisschen Arbeit machen. Nein. Doch, mein Blabber. Oh. Wow. Das war jetzt gerade ein Kurzschlussreflex. Oh. Da ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Hab ich gehört. Das wird kaputt gegangen? Irgendwie gerade so gehört. Brutsch. Mein Schrank umgeworfen oder so. Alles klar. So, auf hoch. Ist irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe? Achso, ich muss B drücken. Ah, perfekt. Perfekt. Dann speichern wir mal.
wir Ende Part. Ja, dann sagen wir bis dann und ciao. Bye bye.